Leute, was geht? Wie ihr es im Hintergrund sehen könnt, ich spiele zum allerersten Mal auf Maus und Tastatur Arena mit Handcam. Und falls ihr mal mit mir zocken wollt, tragt einfach nur meinen Creator-Code auch im Itemshop ein. Denn ich sehe jeden Epic Games-Namen, der meinen Creator-Code einträgt. Und ihr habt dann sogar die Chance, wie dieser Abonnent eine PS5 von mir persönlich vorbeigebracht zu bekommen. Ihr müsst nur ein Abo und ein Like dalassen. Und falls ihr schon meinen Creator-Code eingetragen habt, weil das haben ihn echt sehr, sehr viele eingetragen. Danke dafür auf jeden Fall, weiß ich sehr zu schätzen. Und ich es noch nicht geschafft habe, euch zu adden, so kommentiert einfach euren Epic Games Namen und dann adde ich euch. Und jetzt gehen wir direkt in meine erste Arena-Runde auf Maus und Tastatur. Es sind zwar 0 Punkte, aber ich habe trotzdem Angst, dass die Gegner extrem gut sind. Wo? Wichtig. Komm her. Wo bist du? Er ist One-Shot. Ja, mein erster Kill in Arena. Let's go. Oh no. Nein. Ey, es ist echt schade, dass meine erste Arena-Runde so endet. Vor allem ist ein Travis Scott OG-Spieler. Ich hätte echt nicht gedacht, dass auf 0 Punkten so gute Leute schon sind. Also wenn wir es heute schaffen, ein paar Kills zu machen, wäre schon extrem krass. Und Nummer 2, bitte land nicht auf meiner Waffe. Oh! Schnell. Ja, mein zweiter Kill. Wie ich mich über jeden Kill freue. Das ist extrem witzig. Aber es ist halt Arena. So, wisst ihr, wie ich meine? Stell dich vor, ich würde es schaffen, in Arena auf Maus und Tastatur Champion zu kommen. Das wäre doch voll krass. Ey, ist da gerade erst eben einer gelandet? Ist da unten noch einer? Weil wenn dort nicht noch einer ist, pushe ich den direkt. Okay, scheint keiner zu sein. Ich habe bald Angst, dass von dort drüben dann gleich jemand kommt. Slide. Geil. Und wir müssen direkt rein. Bist du, Bro? Ah, hat Killauftrag gerade gemacht. Let's go, Kill Nummer 2. Ey, die haben irgendwie alle eine Dings, eine Combat. Das ist voll krass. Okay, ich mache jetzt auch direkt einen Killauftrag. Ja, der ist dort oben. Da ist der nächste Gegner. Was? Digga, was geben die mir alle für Schaden? Die sind so gut. ETF? Immer sobald ich in eine Stadt gehe oder selber eigenständig anfange, irgendwen zu pushen in einer etwas größeren Stadt, sind die extrem krass auf 0 Punkten. Ich dachte so, die werden wie in Public sein. Junge, der hat mich instant geholt nach 5 Sekunden. Alter. Hä? Yo, Bruder! Die geben mir so fette Hits. Ich schwör's euch, wenn ich jetzt auf Controller gehen würde, es wäre wie wenn ich auf 4K Punkten oder so spielen würde. Was sind das bitte für Gegner? Er killt mich, er trifft jeden Schuss. Keine Ahnung. Also ich mache noch eine allerletzte Runde, aber ich kann das nicht mehr. Die Gegner sind viel zu gut. Ich dachte, sie sind viel schlechter, Mann. Alter, ich hatte noch nie hier oben direkt so ein lilanes Schwert. Dort hinten ist gerade einer gelandet. Da gehe ich direkt hin. Der kann doch keine Waffe haben, wenn er hier unten ist. Was machst du denn? Hä? Der Dreh ist AFK. Ich nehme wirklich jeden Kill mit. Ich habe da gar keine Scham. Da pushe ich den auch extra. Weil sonst war es das. Sonst bekomme ich auch nicht so viele Kills. Ich glaube, wir haben dieses Video erst 4 Kills. Also ich glaube, wir haben mehr Runden gespielt, als dass wir Kills gemacht haben. Hä? Der nächste Gegner, der einfach AFK ist, ganz kurz, und sich hier beim Dings was kauft. Let's go! Das sind alles Kills für mich. Ey, es kann nicht sein. Digga, es kann nicht sein. Was sind das bitte für Gegner? Ich spiele immer noch auf 85 Punkten. Das darf man nicht vergessen, ne? Und Digga,
Die schwitzen hier. Wir haben hier so viel Schaden gedrückt. Alter, nein. Ich dachte auf ganz entspannt, die Leute sind genauso wie ich. Aber mittlerweile Arena auf 0 Punkten. Da sind die Leute auch krass. Ey, wie hat der die Kiste dort oben in der Ecke geöffnet? Ja, Bruder. Ja, kurz tanzen. Ich kann nichts machen. Ich gehe jetzt eine Runde auf Controller und dann sehen wir mal, ob ich es auch nicht mit Controller schaffe, gegen die Gegner zu spielen oder ob ich einfach nur zu schlecht bin auf Maus und Keyboard derzeit. Ey, die wollen das unbedingt, dass ich hier unten jetzt eine DMA finde. Die Leute, die nicht Bescheid wissen, bin Arena immer dort gelandet, wo ich Solo gespielt habe, auf Controller. Und ich habe jedes Mal nur DMA gefunden, bin gestorben und extrem ausgerastet. Wenn ich jetzt auf Controller, wo ich mich extrem safe fühle und weiß, okay, die Runde kann krass werden, hier lande und eine DMA finde, ja, dann war es das aber. Okay. Digga, aber ich habe gerade auch einen Safe Pump gemisst. Ich sag euch ehrlich, mich so viel safer auf Controller. Er hat 20 HP? 40? Ja, auf jeden Fall habe ich kein Aim. Das steht schon mal fest. Weil, wäre ich eingespielt, hätte ich ihn safe geholt. Was soll man machen? Die Kiste lasse ich auch einfach liegen. Ja, okay. Hat jetzt 150 HP. Aber wir haben 190. Aber nur 5 Schuss in der Pump. Okay, nice. Das ist Kill Nummer 3. Ja, das macht viel mehr Spaß. Wenn man auf Controller einfach wieder gutes Aim hat. Und die Gegner vor einem weglaufen und man nicht vor den Gegnern weglaufen muss. Okay. Ey, Bruder, wir spielen nicht No-Build. Bitte nerv mich nicht. So. Ja, das war's komplett, Benny Boy. Ey, diese Waffe ist so schlecht, ne? Diese Waffe ist so verdammt schlecht. Ich hab selten... Wieso bringen die nicht einfach die alte OG-AR raus? Beziehungsweise wieder zurück. Ey. Digga, er hat mich fast geholt, ne? Also wirklich, Leute auf 0... Oh, da ist meine Hasswaffe. Leute auf 0 Arena-Punkten sind anscheinend die Besten. Aber ich glaube, es war ein Smurf-Account. Also heißt, der war bestimmt schon Champion oder so und ihm war langweilig und deswegen wollte er gegen ein paar schlechtere Leute spielen. Was aber eigentlich blöd ist, weil man verbessert sich. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, aber ich kann es auch verstehen, weil gegen diese ganzen Tryhards wird man nur aggressiv und es macht viel mehr Spaß, wenn man 20 Bombs droppt. Deswegen, ich fühle den Aspekt irgendwie auch. Dort hast du also geschossen. Da die No-Build-Erfahrung hat's gezeigt. Jetzt muss ich den ganzen weiten Weg zurück, weil du dir erst im letzten Moment überlegt hast, den schieße ich jetzt doch an, nachdem ich weggerannt bin. Ich kann mir so gut vorstellen, dass er dort gecampt hat oder mich schon früher gesehen hat. Wo bist du? Komm raus. Zeige dich. Okay. Du hättest weiterlaufen sollen. Sei mir nicht böse. Du hättest... Hä? Ah. Ach. Er war richtig überfordert. Nice. Wie viel? Wir haben schon 4 Kills. Ja, ich glaube, ich bin einfach noch nicht so weit auf Maus und Tastatur. Ihr seht es ja, hier jetzt, es ist komplett easy. Aber auf Maus und Tastatur, ich bekomme halt nichts gerissen. Da ich mich an. Lol. Oh mein. Oh, Bruder. Das war echt close. Also die Leute sind gar nicht mal so schlecht auf 0 Punkten. Das fällt mir sehr auf. Also direkt. Wir haben gerade eben nur eine Grauwaffen-Challenge gemacht. Jetzt endlich mal eine blaue Waffe dazu gekommen. Lol, ich habe die ganze Zeit auf Selinas Empfindlichkeit gespielt. Und ich dachte mir schon, wieso ist denn alles so langsam? Okay, jetzt wird's auf jeden Fall besser. Ich habe auf der 33er Empfindlichkeit gespielt. Ja.
Okay, er hat minus 50 HP. Dann wollen wir auch. Boah! Ja, Bruder, sowas kann ich halt auf Maus und Tastatur leider nicht machen. Er war schon sehr stark. Da ist er ja endlich, der Gegner. Ich hab den die ganze Zeit gesucht von meinem Killauftrag. Ui. Willst du meinen Kill klauen, Brudi? Es wird leider nichts. Hat der irgendwie eine krasse Pump für mich? Okay. Der Bre will ernst machen. Bin ich dabei. Aber wenn du ernst machen willst, machen wir zusammen ernst. Ein schöner, saftiger Buildfight. Sage ich nicht nein. Oi, oi, oi. Okay. Wo ist er? Oh mein Gott. Bruder, der ist krass. Ich sag euch, wie es ist. Der Typ ist echt richtig gut. Wir müssen jetzt uns was überlegen. Ich muss zurück in die Zone. Und zwar ist das. Wir haben eh Hängegleiter. Also der Typ ist richtig krass. Auf 100 Punkten. Ich bin nicht mal mit 100 Punkten reingequeued in die Runde. Und es kommt so ein krasser Spieler, der extrem krass editiert und alles. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, dass ich bei 0 Arena-Punkten, vor allem auf Maus und Keyboard. Wie soll ich bitte auf Maus und Keyboard gegen so ein Spiel, wenn ich nicht mal auf Controller, wo ich besser bin, gegen den ankommen. So, jetzt gehen wir hier hoch, wo die ganzen Tryhards sind. Man muss auch mal riskieren, um zu gewinnen, Leute. Alter, wie viele Leute sind hier? Digga. Einfach Boxfights. Mein Bruder, hier sind richtig... Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Da hinten ist sogar der Tryhard, gegen den wir gerade gefightet haben. Und der tut sich hier sogar schwer. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Müssen wir richtig gut aufpassen. Digga, das ist Arena auf nicht mal 100 Punkten. Was geht hier ab, Alter? Check es nicht. Warum die Leute denn so ernst machen? Ne? Hör ich mich an. Ah, Bruder, hier ist jeder. ETF? Leute sind hier. Du hast noch nie gesehen. Nein. Der muss low sein. Warte. Ja. Digga, er hat sich einen Slurpee gegönnt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Tot. Oh mein Gott. Da, was soll ich machen? Jetzt mal ganz im Ernst, was soll ich machen? Könnt ihr mir das sagen? Weiß es nämlich selber nicht, was ich hier machen soll. Digga. Ich hab kein Leben. Der Typ, den ich One-Shot gemacht habe gerade eben, hat mir auf einmal so eine Bombe gedrückt. Ne? Wo ist denn hier eigentlich die Mitte? Wo liegt hier dieser ganze Heals? Oh, ich kann unten den Tresor öffnen. Ja, das muss ich machen. Wenn ich schaffe, den Tresor zu öffnen, dann haben wir noch eine Chance. Wenn ich es aber nicht schaffen sollte, dann war's das. Und wie gesagt, merkt euch, 0 Arena-Punkte. Zero. Einfach 0 Arena-Punkte größten Tryhards. Ah, kommt mich pushen. Vorbei, Leute. War auf jeden Fall eine coole Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und ich will ja positiv bleiben. Aber ihr wisst, was für Leute hier waren, ne? Beziehungsweise hier sind. Ich würde jetzt hier runterkommen. Ich hätte nichts machen können.
bei. Es besteht noch Hoffnung. Es besteht noch Hoffnung. Sag euch ehrlich, es besteht noch Hoffnung. Nimm dieses Medkit mit und ich bleib ein bisschen in der Zone. Sind zwar schon 2er-Ticks, aber die fetten Hits fangen gleich an. Okay, er ist weggeflogen. Einmal Glück gehabt. Okay, Leute, schnell, wir müssen hier auch weg. Wir müssen hier sowas von weg. Wo ist hier ein Jump-Pad? Keine Zeit für sowas. Ach, egal, wir benutzen unsere Waffe. Beziehungsweise unser mythisches Item ist eh besser. Liegt hier vielleicht ein goldener Slurp? Nee, leider nicht. Das ist nicht so nice. Oh mein Gott, vor mir ist einer. Er wird mich safe abschießen. Ich werd sterben, ne? Ich werd an Sohn sterben mit 6 HP überlebt. Nerv nicht. Er wird mich pushen. Er hat mir nur einen 22er Hit gegeben. Oh nee, er fightet zum Glück. Okay, Digga, ich hätte nicht gedacht, dass ich so tryhard muss für einen verdammten Win auf so einer Punktzahl, ne? Das ist ja eh das Allerwitzigste. Sind mal auf die Punkte. Bin immer noch nicht in der Zone. Oh mein Gott. Jetzt in der Zone. Hallo, ich will editieren. Danke. Ja, jetzt müsste ich in der Zone sein. Ich muss ich noch eine Box bauen. Wo fighten die denn? Ich habe Schüsse gesehen. Ah ja, okay. Das sagt einiges aus. Okay, es sind nur noch 5 Leute. Also wenn hier ein richtig krasser drin ist, dann wird er mich wahrscheinlich gleich W-Key. Da bin ich mir sicher. Ja, er fliegt schon rechts neben mir. 100% kommt er ja nicht jetzt W-Key. Ich brauche dieses Holz. Sicht. Ja, wir könnten ja hinter uns schauen. Da jemand. Ich glaube aber nicht. Aber dieses Flugs. Aha. Ab, Bruder. Extrem schlecht. So von mir. Ja. Oder gar kein Aim, ne? Ich glaube, er hat keine Mats mehr. Ey, diese Bäume nerven einfach nur. 4 Leute nur noch. Es könnte was werden. Splasht sich. Hallo! Ey. Der ist glaube ich, nicht gut. Also zum ersten Mal ist einer da, der nicht so gut... Digga, was? Er ist auf einmal stehen geblieben. Wo ist er jetzt auf einmal hin? So, er ist einfach weg. Oh. Nice. Über mir ist auch noch jemand. Also der von gerade eben. Von dort angeschossen. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Was machen wir? Holen wir ihn? Oder fokussen wir uns lieber auf die? Ich muss ihn eigentlich schon holen. Ich brauche einen Refresh. Gar kein Heals davon so. Komm, Cousin. Musst du langsam in die Zone. Chillt er hier oben? Okay. Er baut sich ein. Gefocust. Er ist rechts rumgegangen. Okay. Dann bin ich jetzt auf mich selbst gestellt. Push den jetzt einfach. Das war's. Das war's, Jungs. Und ich schaffe es nicht, einfach ein Game auf 100 Punkten in Arena zu gewinnen. 5 Leute noch, Moving Zone. Ich habe 27 HP, kaum Mats mehr. Pass es nicht. Riskieren. Ja, keine Ahnung, Mann. Ehrlich. Ich brauche doch nur Heal-Stuff. Müsste mich einmal anfurzen. Einmal anfurzen, das war's. Ah, furz mich an. Ja, angefurzt. Muss sogar mit Mats sparen.
Nein! Gott. Oh mein Gott. Da spiele ich hier, Alter. Das ist so scary. 8 HP. Junge, zwei Stück nur noch. Ey, komm, irgendwie so ein One-Pump oder so. Das wär's doch, Bruder. Jungs, fightet bitte. Nein! Ey, ich wollte hochklettern und mein Aerialist hat mich gegrieft. Nein, aber schaut mal, auf 0 Arena-Punkten. Wie krass die Gegner sind. Ich schaffe es nicht mal auf Controller gefühlt einen Win zu holen. Ja, also, keine Ahnung, früher waren die Gegner auf 0 Arena-Punkten schlechter. Aber ja, jeder wird immer krasser. Vielleicht liegt das daran. Vergiss kein Abo und Like da zu lassen und den Creator-Code Aua einzutragen. Er hat erstmal Public auf Maus und Tastatur spielen, vielleicht Duo oder Trio Arena. Danke für den ganzen Support. Neben dem Kurve kommt ihr zu den letzten Videos und tschüss.